Alte Seefahrergeschichten berichten von einer spanischen Galeone voller Schätze, die vor über 300 Jahren vor Florida gesunken sein soll. Die reichste spanische Galeone, die je in Richtung Spanien über den großen Teich segelte. Der legendäre Reichtum der Nuestra Señora de Atocha beflügelt seit jeher die Fantasie von Schatzsuchern. Es waren unvorstellbare Schätze an Bord der Atocha. Generationen von Abenteurern träumten davon, den Schatz zu finden. Viele hielten meinen Vater für verrückt. In ihren Augen lebte er in einer Traumwelt. Doch Mel Fischer brach auf, um das Wrack zu finden. Das war ein richtiges Abenteuer. Er war besessen von dem versunkenen Schatz. Es packt einen und man kann nicht mehr aufhören. Er widmete sein Leben der Suche nach dem millionenschweren Schatz aus Gold, Silber und Smaragden. Er sagte jeden Tag zu uns, heute finden wir den Schatz. Mein Gott, sieh dir das an! Dies ist die wahre Geschichte von Mel Fischers Suche nach dem Schatz der spanischen Galeone. Mel Fischer wuchs in den 1920ern in Indiana auf. Schon damals faszinierten ihn Geschichten über versunkene Schätze. Leider war die teure Ausrüstung, die man zum Tauchen nach Wracks benötigte, für gewöhnliche Leute damals unbezahlbar. Doch Mel Fischer war kein gewöhnlicher Mensch. Als mein Vater 12 war, bastelte er sich seinen eigenen Taucherhelm aus einem Eimer, in den er eine Glasscheibe montierte. Ein Schlauch führte zur Oberfläche, wo sein Freund mit einer Fahrradpumpe Luft hinunterpumpte. Doch dann blieb die Luft weg und er wäre fast in diesem See ertrunken. Trotz seiner großen Träume verdiente Mel Fischer in den 50ern seinen Lebensunterhalt als Hühnerzüchter. Doch dann veränderte eine neue Technologie sein Leben. Er erfuhr von einer revolutionären Erfindung, dem unabhängigen Unterwasseratemgerät, kurz Tauchgerät. Mit einer Sauerstoffflasche ausgerüstet, konnte Mel schließlich seinen Kindheitstraum leben. Er konnte endlich nach Schätzen tauchen. Mel verkaufte die Hühnerfarm und eröffnete 1953 in Redondo Beach die erste Tauchschule Kaliforniens, gemeinsam mit seiner Frau Dio. Er organisierte Expeditionen zu Schiffswracks aus Piratenlegenden oder aus Geschichten über gesunkene Schätze. Er war wie der Rattenfänger von Hameln. Alle wollten mit ihm kommen und dabei sein. Mit ihm war es immer spannend. Es mangelte ihm nicht an Kunden, die sich vom Schatzfieber infizieren ließen und nicht mehr davon loskamen. Auch als Familienvater nutzte der begeisterte Amateurschatzsucher Mel Fischer jede Gelegenheit, seiner Leidenschaft nachzugehen. Wir sparten jedes Jahr für einen Urlaub, in dem wir nach Schätzen suchten. Und mit der Zeit wurden diese Urlaube immer länger. Mels Problem war, dass er an der Westküste in Kalifornien lebte, während das beste Gebiet für die Schatzsuche im Osten lag, bei Florida und in der Karibik. Dort liegen mehr versunkene Schatzschiffe auf dem Meeresgrund als überall sonst auf der Welt. Mein Vater erzählte mir, dass er zwischen Kuba und North Carolina etwa alle 100 Meter ein Wrack vermutete. Natürlich sind sie nicht alle mit Goldmünzen gefüllt, doch nur diese interessierten ihn. Dass die Ostküste so dicht mit Wracks übersät ist, liegt an Geografie und Wetterlage. Ab dem 15. Jahrhundert beanspruchten die Spanier die Reichtümer Mittel- und Südamerikas für sich. Riesige Flotten mit Tonnen von Gold, Silber und Juwelen beladen, segelten jedes Jahr von Kuba nach Spanien. Und das über Jahrhunderte hinweg. 300 Jahre lang wurden enorme Schätze verschifft. Die reichsten Familien hatten hier ihre Leute, die alles nach Hause schickten.
Meist kehrten die Schiffe heil zurück. Doch die seichten Gewässer im Korallenriff der Florida Keys wurden in der Hurrikansaison zur Todesfalle. Die Wirbelstürme trafen auf das Korallenriff, fegten darüber hinweg und brachten auf der anderen Seite die Schiffe zum Kentern. Im Laufe der Jahrhunderte wurden kostbare Schätze aus Schiffen auf dem Meeresgrund geborgen. Und manchmal gab die See Zeichen und Hinweise auf ein Vermögen preis. Anfang der 1960er brach in Florida das Goldfieber aus. Plötzlich fand man an den Stränden Golddublonen und Silbermünzen. Beim Durchkämmen des Strandes wurden Münzen gefunden. Man forschte nach und fand heraus, dass eine ganze Schiffsflotte einst vor Vero Beach gesunken war. Der Inhaber der Bergungslizenz für das Gebiet glaubte, dass die Münzen von einer 1715 gesunkenen spanischen Schatzflotte stammten. Mel war damals bereits weithin als Schatzsucher bekannt. Und so bot man ihm die Hälfte des Schatzes an, wenn er es schaffen sollte, ihn zu finden. Für Mel wurde ein Traum wahr. Dies war seine Chance, die Schatzsuche zu seinem Beruf zu machen. Doch es hieß auch, dass er seine Frau und seine vier Kinder aus ihrer Heimat Kalifornien ins 4000 Kilometer entfernte Florida holen musste. Es war ein hohes Risiko. Was, wenn er nichts fand und alles verlor? Doch Mel setzte 1963 alles aufs Spiel und folgte seinem Traum. Er gab sich ein Jahr Zeit, um fündig zu werden. Sie verkauften alles, um ein Jahr lang dort arbeiten zu können. Und sie überredeten Fay Fields und vier andere Männer, ohne Bezahlung mitzumachen. Mel hatte eine Geheimwaffe. Sie hieß Technologie. Fay Fields, Mels Elektroniker, hatte eine Miniaturversion eines U-Boot-Ortungsgeräts aus dem Zweiten Weltkrieg entwickelt. Dem Fluxgate-Magnetometer. Sein Unterwassersensor konnte Eisen und Stahl am Meeresgrund aufspüren. Mel hoffte, er könnte damit anhand eines Ankers oder Nagels versunkene Schiffe finden. Doch die ersten Monate der Suche verliefen enttäuschend. Mel hatte ein großes Problem. Das Magnetometer funktionierte zwar und spürte Eisenteile auf. Doch das Wasser war so trüb, dass die Taucher nicht die Hand vor den Augen sehen konnten, ganz zu schweigen von irgendwelchen Schätzen. Mein Vater hatte viele tolle Eigenschaften. Er war unter anderem ein guter Ingenieur und fand für jedes Problem eine Lösung. Wenn er für dieses Problem keine Lösung fand, würde sein neues Leben als Profi-Schatzsucher zu Ende sein, bevor es begonnen hatte. Also versuchte er, die Sicht für seine Taucher zu verbessern. Meinem Vater fiel auf, dass das Wasser an der Oberfläche klar war. Diese Klarheit wollte er von der Oberfläche in die Tiefe transportieren. Wenn es ihm gelingen würde, das klare Wasser nach unten zu drücken, würden seine Taucher besser nach den Schätzen suchen können. Mel baute riesige Stahlrohre und montierte sie an der Rückseite des Boots, um den klaren Wasserstrahl der Propeller nach unten zu leiten. Wenn das Boot vor Anker lag, startete er den Motor. Und der Propeller drückte das angesaugte Oberflächenwasser durch das abgewinkelte Rohr nach unten. So gelangte klares Wasser in die Tiefe. Aufgrund ihrer Form nannte Mel die Rohre Briefkästen. Kein Schatzsucher hatte je etwas Ähnliches versucht. Mel hatte das Sichtproblem gelöst.
Nun konnten die Taucher den Messungen des Magnetometers nachgehen, die auf gesunkene Schiffe hindeuteten. Durch Zufall lösten Mels Briefkästen ein weiteres Problem, das ihm gar nicht bewusst war. Sie hatten den praktischen Nebeneffekt, dass sie in kurzer Zeit große Löcher gruben. Der Propellerstrahl, der durch die Briefkästen nach unten geleitet wurde, grub ein breites, fast 2 Meter tiefes Loch in den sandigen Grund. Was bisher einen Monat gedauert hatte, schafften wir jetzt an einem Tag. Mel hatte die Schatzsuche revolutioniert. Er war sicher, seine Briefkästen würden bald die Quelle der am Strand gefundenen Silber- und Goldmünzen freilegen. Er setzte sie Tag für Tag ein. Doch seine ersten Erfolge erwiesen sich bald als Anfängerglück. Monate vergingen ohne Anzeichen eines Schatzes. Mel hatte nur ein Jahr Zeit, um sich als professioneller Schatzsucher zu beweisen. Nach 11 Monaten harter Arbeit hatte er nichts als ein klaffendes Loch auf seinem Bankkonto. Zeit und Geld wurden knapp. Doch Mel Fisher verlor nie die Hoffnung. Nur wenige Tage vor dem endgültigen Scheitern wurde seine Beharrlichkeit belohnt. Er hatte 360 Tage gearbeitet, ohne wirklich etwas zu finden. Doch am 360. Tag gruben sie ein Loch, das voller Golddublonen war. Er sagte, das würde er nie vergessen. Der Boden war mit Goldmünzen gepflastert. Mels Briefkästen hatten ein Vermögen freigelegt. Die 1033 Goldmünzen waren damals der bislang größte bekannte Fund. Sie gingen also nicht zurück nach Kalifornien, sondern blieben in Florida. Die nächsten 7 Jahre arbeiteten sie an der Flotte von 1715 und fanden einige der Wracks mit hunderttausenden wunderschönen Artefakten an Bord. Mel Fisher lebte seinen Traum. Er war ein herausragender professioneller Schatzsucher. Doch er wollte noch höher hinaus. Er sagte, lasst uns das größte Wrack auf dieser Seite des großen Teichs finden. Mel Fisher hatte nun genug Geld und Erfahrung, um sich auf die Suche seines Lebens zu begeben. Er wollte das reichste, legendärste Schatzschiff finden, das je gesunken war. Eine 500 Milliarden Dollar an Gold, Silber und Smaragden lagen vor den Florida Keys. Doch niemand wusste wo. Mel war entschlossen, die spanische Galeone Nuestra Señora de Atocha zu finden. Die schwierigste Frage war, wo er anfangen sollte. Die Atocha war eines von 8 Schiffen der Schatzflotte von 1622, das vor den Florida Keys sank. Doch die Florida Keys sind eine Kette von tausenden kleinen Inseln, die sich über eine Länge von 350 Kilometern erstreckt. Mel stand vor einer unlösbaren Aufgabe, es sei denn, die Spanier hatten vor über 300 Jahren einen Hinweis hinterlassen. Im spanischen Sevilla befindet sich das Indienarchiv, das Originaldokumente über Spaniens Südamerika-Handel im 16. und 17. Jahrhundert beherbergt. Die Spanier waren sehr darauf bedacht, jedes kleinste Detail aufzuschreiben. Mel hatte eine Kopie eines Dokuments von 1620. Darin stand, dass die Atocha vor der letzten Matecumbe-Insel sank. Dies war ein großer Sprung vorwärts. Es gibt 3 Inseln in den Upper Keys: Upper, Middle und Lower Matecumbe. Dort begann er 1968 zu suchen. Mit Magnetometer und Briefkästen machte Mel sich auf zu den Matecumbe-Inseln. Sein Taucherteam durchkämmte das Gebiet.
Er breitete die Karten auf dem Esstisch aus. Die Taucher saßen um den Tisch und jeder hatte seine eigene Theorie. Was, wenn die Schiffe aus dieser Richtung kamen? Der Sturm könnte von dort gekommen sein. Es gab tausende von Möglichkeiten. Drei Jahre blieb die Suche ohne Erfolg. Sie versuchten alles. Doch es gab kein Zeichen der Atocha oder der anderen Schiffe, die 1622 sanken. Keine Münze, nicht einmal ein Nagel. Die Suche nach Schätzen ist teuer. Und Mels Reserven aus dem Münzschatz waren auf der Jagd nach seinem Traum beinahe aufgebraucht. Trotz seines Optimismus begann auch Mel langsam an dem Schatzschiff zu zweifeln. Vielleicht war das ganze Jahr eine verrückte Idee gewesen. Doch dann brachte eine zufällige Begegnung den Durchbruch. Mel lernte eines Sonntags in der Kirche den Historiker Eugene Lyon kennen, der nach Sevilla reisen wollte, um für seine Doktorarbeit Dokumente aus dem Indienarchiv zu studieren. Er bat mich, nach Informationen über die Atocha Ausschau zu halten, da er schon lange hinter diesem Schiff her war. Ich versprach es ihm. Als ewiger Optimist hoffte Mel, dass Lyon unter den Millionen von Seiten spanischer Bürokratie einen Hinweis finden würde, der ihm helfen könnte, die Atocha zu finden. Und genau das geschah. Ich fand eine kleine Rolle, die mit einem rosa Band verschnürt war. Darin ging es um die Bergung der Santa Margarita. Die Galeone Santa Margarita sank 1622 gemeinsam mit der Atocha. Doch da sie in seichtem Wasser sank, überlebte ein Großteil der Menschen an Bord. Lyon hatte einen Augenzeugenbericht gefunden, der beschrieb, wie die Atocha unterging. Und glücklicherweise enthielt das Dokument eine Ortsangabe. Ich ging alles durch und fand auf der letzten wurmstichigen Seite die Angabe, dass die beiden Schiffe, also die Atocha und die Santa Margarita, vor dem Marquesas-Kies gesunken waren. Die Marquesas-Kies liegen mehr als 160 Kilometer südwestlich von den Matecumbe-Kies. Kein Wunder, dass Mel die Atocha nicht fand. Er hatte am falschen Ort gesucht. Doch nun, dank des Augenzeugenberichts, rückte sie in greifbare Nähe. Er war überzeugt, dass er fähig war, sie zu finden und dass es ihm gelingen würde. Voller Hoffnung suchte Mel mit seinen Magnetometern nach Eisenteilen, die ihn zur Galeone führen sollten. Es gab viel Eisen. Doch seine Taucher hatten keine guten Neuigkeiten. Die US Navy hatte dort ein Testgebiet und wir fanden über 5000 Bomben, während wir nach der Atocha suchten. Das hielt uns sehr auf. Wir mussten schließlich alles prüfen. Immer wieder stellten unsere Funde sich als alte Bomben, als Kühlschrank oder als irgendetwas anderes heraus, das die Leute von ihren Booten über Bord geworfen hatten. Wir fanden sogar einen alten VW und einen Zug. Mel hatte bereits mehr als $200,000 in die Suche investiert und setzte alles daran, weiterzumachen. Oft war es wirklich hart, wenn einfach kein Geld mehr da war. Wir hatten Treibstoff, aber kein Geld für Lebensmittel. Treibstoff war wichtiger. Jeder von uns wurde Meister im Speerfischen. Und man musste Fisch mögen, sonst war man aufgeschmissen. Ohne Geld für weiteren Treibstoff stand Mels Suche vor dem Aus. Um Mittel aufzutreiben, bot er schließlich Anteile am künftigen Schatz zum Verkauf an. Doch er konnte kein einziges Objekt von der Atocha vorweisen. Und so blieben die Investoren aus.
Viele Leute glaubten nicht an uns. Sie meinten, wir würden auf Kosten anderer in der Sonne liegen, ein bisschen tauchen und es uns an Bord gut gehen lassen. Im Sommer 1971 zog Mal Fisher sein Magnetometer über mehr als 280.000 Kilometer Meeresgrund. Um Investoren anzulocken, brauchte er konkrete Beweise, die zeigten, dass der Schatz der Atocha kein Hirngespinst war. Und plötzlich wurde einer der Taucher fündig. Der Taucher kam hoch und war ganz aufgeregt. Er hatte einen riesigen, verkrusteten Anker entdeckt. Die Reaktion des Tauchers ließ Mal hoffen, dass dies der ersehnte Durchbruch war. Doch war es der Anker der Atocha? Die Ankerflügel waren riesig und ausladend. Der Schaft war 5 Meter lang. Und um ihn herum war ein großer Ring. Die Ankerform ließ auf eine spanische Galeone schließen. Doch nur Mal war überzeugt, dass es die Atocha war. Solche Anker gibt es in dem Gebiet zu Hunderten, wenn nicht zu Tausenden. Aber Mal wusste, dass er zur Atocha gehörte. Dad war sicher, dass es die Atocha war. Alle anderen sagten sich, wir haben einen Anker, das heißt noch gar nichts. Aber er war felsenfest davon überzeugt. Mal war der größte Optimist aller Zeiten. Doch Mals persönliche Zusicherungen brachten kein Geld ein. Also tauchte er nach weiteren Beweisen und fand bei dem Anker kleine schwarze Klumpen, verkrustete Silbermünzen. Mal holte eine Münze herauf und reichte sie seiner Frau. Sie strich mit dem Finger darüber und meinte, die ist Spanisch. Die Prägung von König Philipp IV. Verwies auf die richtige Zeit, doch das Jahr war entscheidend. Die Atocha sank 1622. Eine Münze mit späterer Jahreszahl würde also Mals Annahme widerlegen. Mal sagte, falls die Münzen ein späteres Datum hätten, sollten wir sie über Bord werfen. Die Münzen stammten aus den Jahren 1616 bis 1621. Diese Entdeckung hielt Mals Traum am Leben. Der Anker könnte wirklich von der Atocha stammen. Am nächsten Morgen spülte Mal mit seinen Briefkästen gerade den Sand um den Anker weg, als ein Taucher etwas glitzern sah. Er wühlte im Sand und fand eine Goldkette. Er hielt sie hoch, sodass wir sie vom Boot aus sehen konnten. Alle waren völlig außer sich. Dank der Goldkette und den Silbermünzen begannen manche zu glauben, dass Mal Fisher tatsächlich einem 500 Millionen Dollar schweren Schatz aus Gold, Silber und Juwelen auf der Spur war. Er trieb genug Geld auf, um weiterzumachen. Doch wer schnelle Erfolge erwartete, wurde enttäuscht. Es war, als triebe die Atocha ein Spiel mit uns. Sie warf uns ein paar Krümel hin. Und wir wiegten uns in falscher Sicherheit. Wir dachten, wir müssten nur noch in der Nähe des Ankers graben, um den kompletten Schatz zu finden. Doch so war es nicht. Mal studierte die letzten Momente der Atocha im Hurrikan von 1622. Er hoffte darauf, Hinweise zu finden, die zu ihren Reichtümern führen würden. Mit umgestürztem Mast und zerschmettertem Ruder wurde die Galeone von Wind und Wellen Richtung Riff getrieben. Die Besatzung war völlig hilflos. In so einer Situation ist man der See einfach ausgeliefert. Die letzte Hoffnung für die 265 Menschen an Bord war, die Atocha mit dem riesigen Anker, den sie an einem Seil hinabsinken ließen, an Ort und Stelle zu halten. Sie warfen einen Anker aus und hofften, dass er irgendwo Halt finden und das Schiff so den Sturm überstehen würde. Doch das Seil löste sich.
Für Mel war der Anker ein Wegweiser, der ihm buchstäblich die Richtung zum Wrack zeigte. Der Anker gab die Richtung an, in der das Schiff gesunken war. Die Ankerflügel hatten sich in den Meeresboden eingegraben. Und genau gegenüber hing das Schiff am Seil. Der Anker wies nach Nordwesten. Als das Seil sich löste, wurde die Galeone also nach Südosten getrieben, wo sie dann versank. Wir dachten, okay, wir haben den Anker, also muss das Wrack ganz in der Nähe sein. Wir folgen einfach der Richtung, in die der Anker zeigt, und suchen dort nach dem Schiff. Voller Hoffnung arbeitete das Team sich systematisch nach Südosten vor. Sie fanden einige Silbermünzen. Und Mels ältester Sohn Dirk entdeckte sogar ein seltenes Seeastrolabium, das noch funktionierte. Woche um Woche gruben Mels Briefkästen Löcher in den weichen Sand. Doch statt des legendären Schatzes kamen nur weitere Indizien zum Vorschein. Das sind alles leere Löcher, in denen wir nichts fanden. An den lila markierten Stellen fanden wir Silbermünzen. Davon gab es einige. Und orange steht für Musketenkugeln. Doch die meisten Löcher waren leer. Der ewig optimistische Mel sah jedoch in allem das Positive. Er sagte immer, das ist kein leeres Loch, nur eine weitere Stelle, von der wir wissen, dass dort kein Schatz ist. Der riesige Ozean wurde um diese Stelle kleiner. 3 Jahre lang gruben Mels Briefkästen Löcher in den Meeresboden und legten Tonkrüge, Musketen, Schwerter, Dolche und ein paar Münzen frei. Doch Mel gab nicht auf. Man gräbt eine Menge leerer Löcher, aber irgendwann ist eines voller Schätze dabei. Und dafür lohnt es sich. Eines Tages, am 25. Mai 1973, fand Mels Team etwa 200 Meter vom Anker entfernt 1460 spanische Silbermünzen. Sie nannten den Fundort die Spanische Bank. Doch das Wichtigste war, keine Münze war nach 1621 geprägt worden. War dies der Schatz der Atocha? Mel sollte es bald herausfinden. Im Juli 1973 erhielt der Historiker Eugene Lyon einen Anruf aus Mels Büro. Man hatte etwas gefunden, das seinen Expertenrat erforderte. Wir fanden 3 Silberbarren, so groß wie Brotlaibe. Jeder von ihnen wog an die 35 Kilo. Die 3 Barren hatten einen Silberwert von rund 100.000 Dollar. Doch für Mel waren sie viel mehr als das. Jeder Barren war mit einer römischen Zahl geprägt, einer eindeutigen Seriennummer. Wenn diese Prägungen mit den Aufzeichnungen der Atocha übereinstimmten, hatte Mel den endgültigen Beweis in der Tasche. Ich fuhr hin, um die 3 Barren zu begutachten. Ich sah sie mir genau an und notierte die Seriennummern. Ich sagte, sieht gut aus. Mel antwortete, es ist gut. Aus dem Indienarchiv in Sevilla hatte Lyon das Ladungsverzeichnis der Atocha auf Mikrofilm. Es listete die offizielle Fracht des Schiffes auf. Darunter 40 Tonnen Silber, 901 Barren mit Seriennummern. Er sah Zeile um Zeile des vermissten Schatzes durch, auf der Suche nach einer Übereinstimmung. Ich ging den ganzen Mikrofilm der Atocha durch, kam zu den Seriennummern und da waren sie. Es war die Atocha. Mel hatte triumphiert. Allen Skeptikern und Kritikern zum Trotz. Wir wussten nun, dass wir die Atocha gefunden hatten. Es gab keinen Zweifel mehr.
Das Frachtverzeichnis offenbarte auch, dass die drei Silberbarren nur ein kleiner Bruchteil des Schatzes der Atocha waren. Es gab noch 898 weitere Barren sowie Goldjuwelen zu entdecken. Was Mal nicht wusste, war, dass der Schatz der Galeone kilometerweit verstreut im Meeressand vergraben lag. Die Linie nach Südosten, vom Anker zur spanischen Bank, war eindeutig. Mal war sicher, die Spur der Artefakte würde ihn bald zum Hauptschatz führen. Einem langen Wall von Silberbarren, auf dem die Bronzekanonen des Schiffes liegen würden. Wir wussten, wenn wir die Kanonen finden, würde dort auch der Rest des Schiffes sein. So war es bei allen bisherigen Wracks. Die Kanonen lagen immer auf dem Hauptfund. Mal wusste aus Originaldokumenten der Atocha, dass sich an Deck über den Silberbarren 22 Bronzekanonen befunden hatten. Dem Taucher, der eine Bronzekanone der Atocha finden würde, versprach Mal $10.000 Belohnung. Jahr um Jahr durchpflügten Mals Briefkästen weiter in südöstlicher Richtung den Meeresgrund. Doch es war meilenweit kein Zeichen einer Kanone oder des erhofften Hauptschatzes in Sicht. Es war die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Nur noch schwieriger, denn der Haufen war 15 Kilometer lang. Das war schon eher ein Gebirgszug aus Heu. Mals Sohn Dirk, der nun Kapitän des Tauchboots Northwind war, entschloss sich im Juli 1975, einer Vermutung zu folgen, statt weiter am Meeresgrund entlang zu suchen. Dirk hatte die Idee, dass, wenn man den Anker mit der spanischen Bank verband und diese Linie ins Meer hinaus verlängerte, man den Hauptschatz der Atocha finden würde. Und er beschloss, die Strecke dazwischen zu überspringen. Der Taucher und Unterwasserkameramann Pat Klein begleitete Dirk auf der Northwind. Er nahm Taucherbrille und Flossen und tauchte. Plötzlich hörten wir einen Schrei. Unser erster Gedanke war Haie. Er wurde von Haien angegriffen. Doch als wir genauer hinschauten, sahen wir, dass er uns freudestrahlend zuwinkte und von einem Ohr zum anderen grinste. Dann verstanden wir endlich, was er schrie. Er rief, Kanonen, hier sind Kanonen. Als wir hinunterkamen, lagen dort 5 wunderschöne Bronzekanonen. Wie aufeinander gestapelt. Det war selig. Endlich hatte er seine Bronzekanonen. Mal glaubte, er sei nur noch einen Schritt vom größten Fund aller Zeiten entfernt. Wir waren sicher, dass dies die Stelle war, wo wir am nächsten Tag den Hauptschatz finden würden. Doch während Mal und sein Team Dirks Erfolg feierten, kam es zur Katastrophe. Die Fischers erlitten selbst Schiffbruch. Mitten in der Nacht sank die Northwind. Dirk, seine Frau Angel und der Taucher Rick Gage ertranken. Mal bezahlte bitter für seinen Traum. Wenn es während der ganzen Suche nach der Atocha je einen Moment gab, in dem mein Vater auch nur annähernd ans Aufgeben dachte, dann nach der Tragödie, die Dirk und Angel das Leben kostete. In ihrer Trauer brachen Mal und seine Familie die Suche nach dem Schatz ab. Sie fragten sich lange, ob sie überhaupt fortfahren sollten. Durch seine Entdeckung der Bronzekanonen brachte Dirk uns einen großen Schritt weiter. Sie zeigten uns, wo wir weitersuchen mussten. Es war sein Lebenswerk, also machten wir weiter.
Nach 2 Monaten war Mel bereit, die Suche nach der Atocha wieder aufzunehmen. Zu Ehren seines Sohnes. Wir waren nun noch entschlossener. Wir wollten sie für Dirk finden. Mel zog die Bronzekanonen der Atocha aus dem Wasser, in der Hoffnung, darunter die 900 Silberbarren zu finden. Doch er wurde enttäuscht. Mels Route war klar. Sie führte vom Anker nach Südosten zur spanischen Bank und weiter zu den Kanonen. Mel war sich völlig sicher, dass er ihr nur weiter folgen musste. Es schien alles ganz logisch. Wir hatten den Anker, die spanische Bank und die Kanonen. Alles lag auf einer Linie. Und trotzdem war der Schatz nicht da. Er hätte da sein müssen, aber er war es nicht. Die Jahre vergingen, während Mel weiter nach dem Schatz suchte und die Atocha ihn immer wieder mit wundervollen Artefakten lockte. Wir fanden 27 Teile eines mit Juwelen besetzten Goldgürtels. Sie lagen auf 100 Metern verstreut, ein Teil nach dem anderen. Es war, als hätte jemand eine Fährte gelegt. Die Atocha quälte Mel 8 weitere Jahre, denn jede neue Spur verlief letztlich im Sand. Dann ein Hoffnungsschimmer. 1983 entdeckten Mels Sohn Kane und der Taucher Andy Matrosi eine lange Spur von Artefakten, die die Atocha verlor, als sie vom Sturm zerrissen wurde. Eines Tages fanden wir einen Eisennagel der Atocha. Ich markierte die Stelle auf der Karte und zog eine Linie zu den Kanonen. So begann das, was wir unsere Linie nannten. Die neue Linie zweigte seitlich von der bisherigen ab. Wir fanden ein Fassband, an dem verkrustete Münzen klebten, ein paar große Ballaststeine und dann plötzlich Kupferbarren. Andy und sein Kollege Greg arbeiteten 2,5 Jahre entlang der neuen Linie. Würde sie diese endlich zum Hauptschatz führen? Wir fanden Hunderte von Silbermünzen, Silbergeschirr, noch mehr Kupferbarren, Silberlöffel, wundervolle Schätze aller Art. Es war fantastisch. Am 20. Juli 1985 brach Andy Matrosi zu einem Tauchgang auf, den er sein Leben lang nicht vergessen würde. All I saw was ripply sand. Vor mir war nichts als Sand. Keinerlei Auffälligkeit. Plötzlich spürte ich, wie mir jemand von hinten an die Schulter klopfte. Nicht einfach so, sondern richtig heftig. Ich drehte mich um und sah Gregs Gesicht. Seine Augen waren weit aufgerissen. Ich dachte nur, ich weiß genau, was du gesehen hast. Also los, zeig es mir. Es war eine 1 Meter hohe Wand, 23 Meter lang und 6 Meter breit. Dies war die Hauptfracht der Atocha. Vor uns lagen die ersehnten Silberbarren. Diesmal waren es nicht nur 2 oder 3, sondern Hunderte, so wie Mel es vermutet hatte. Ich schwamm hin und hob einen der Silberbarren hoch. Ich spürte, wie schwer er war. Nun wusste ich, dass es kein Traum war. Ich hielt den Barren tatsächlich in meiner Hand. Dann wollte ich nur noch an die Oberfläche schwimmen und in die Welt hinausrufen, was wir gefunden hatten. Es war der 20. Juli, genau 10 Jahre nach dem Tod meines Bruders, als Kane uns anfunkte und sagte, leg die Karten weg, Dad, ich hab ihn. Ich habe den Schatz gefunden. Als wir den Schatz fanden, war der Unfall genau 10 Jahre her. Ich denke, er hat uns von dort oben geholfen. Ich hatte die Ehre, Mel zu erzählen, wie sein Traum aussah. Wir haben hier einen Berg aus Silberbarren.
Es sieht aus wie ein Riff. Ein Riff aus Silber. Ich sagte ihm, es sei noch schöner, als er es sich vorgestellt hatte. Im ersten Moment waren wir voller Ehrfurcht. Unser Leben lang hatten wir nach diesem Wrack gesucht und hier war es plötzlich. Wir fragten uns, was machen wir jetzt? Es war irgendwie unwirklich, wenn man 17 Jahre lang jeden Tag gehört hat, heute ist es soweit, kann man es am Ende kaum glauben. Mel sagte zu einem Reporter, wir haben das Ende des Regenbogens erreicht und den Goldschatz gefunden. Plötzlich kamen alle, um uns zu gratulieren und die Hand zu schütteln. Und alle wollten ein Stück vom Schatz. Habt ihr vielleicht ein paar Goldmünzen übrig, hieß es. Es gab Leute, die behaupteten, sie wären mit mir verwandt, obwohl ich ihnen noch nie zuvor begegnet war. Der legendäre Schatz der Atocha war echt. Und so groß, wie Mel es vermutet hatte. Er war über eine halbe Milliarde Dollar wert. Dad war einer der wenigen, die sich ihren Traum zu Lebzeiten erfüllten. Mel Fisher war der erfolgreichste Schatzsucher der Welt. Wie schwer ist der hier? Dieser wiegt 40 Kilo. Ein großes Stück. Innerhalb weniger Monate füllte sich Mels Museum mit über 36 Tonnen Silber und Gold. 30 Truhen voller Silbermünzen und 350 ungeschliffenen Smaragden. Das Problem war nur, dass keine Bank so viel Silber annahm. Im ersten Jahr war der ganze Boden des Museums mit aufgestapelten Silberbarren bedeckt. Wir konnten ja nur etwa 5 übereinander legen, sonst wäre der Boden durchgebrochen. Mel Fisher folgte seinem Traum, führte seine Mission zum Erfolg und erfreute sich an seinem Glück. Er starb 1998 im Kreise seiner Familie. Seine Arbeit an der Atocha hörte nie auf, denn er glaubte, dass noch doppelt so viele Schätze unentdeckt waren. Seine Familie setzt die Suche bis heute fort. Wir suchen nach wie vor nach dem Rest der Hauptfracht. Hinweise, die die Spanier hinterließen, könnten sie erneut zu unvorstellbaren Schätzen führen. Dad war sicher, dass die Atocha Smaragde an Bord hatte. Er hatte einen Brief aus Amerika gelesen, in dem ein Mann seinem Bruder in Spanien schrieb, dass er eine 32 Kilo schwere Kiste verladen hatte. Bis jetzt haben wir etwa 3 Kilo gefunden, also liegen noch mindestens 29 Kilo dort draußen. Allein diese eine Kiste mit Smaragden ist 1 Milliarde Dollar wert. Und ich bin sicher, es gibt mehr als eine Kiste. Wir müssen einfach weitersuchen. Dann werden wir den Rest des Schatzes finden. Er ist dort draußen und wartet auf uns. Und ich denke, heute finden wir ihn. Heute ist es soweit.